Herzlich willkommen zu einer neuen UV-Video-Wochenschau. Umweltauflagen zwingen den oldenburgisch-ostfriesischen Wasserverband zu Millioneninvestitionen. Im Landkreis Vechta drohen daher höhere Abwassergebühren. Das liegt unter anderem an der Nachrüstung von Kläranlagen, um Mikroplastik herauszufiltern. Regisseur und Filmemacher Hermann Pölking-Eigen aus Vechta produziert einen Kinofilm über Adolf Hitler. Das Budget für das Projekt beträgt 1,5 Millionen Euro und der Film wird mit Zitaten aus Tagebüchern und Erinnerungen unterlegt sein. Weitere Infos zu diesen beiden Themen findet ihr in der Samstagsausgabe der UV. Und Rasta Vechta hat an diesem Wochenende gleich zwei Aufgaben zu bewältigen. Zum einen kommt am Freitagabend Tabellenführer Science City Jena in den Dom und zum anderen müssen die Rastaner am Sonntagnachmittag zu den Finke Baskets Paderborn. Die Spielberichte dazu findet ihr dann am Samstag und am Montag in der UV. Hier entsteht sie am Newsdesk, die UV gedruckt und natürlich auch digital. Und welche Möglichkeiten ihr habt im Einzelverkauf digital, denn uns gibt es nicht nur am Kiosk, sondern auch im digitalen Kiosk. Das zeige ich euch jetzt. Ganz einfach als Einzelausgabe unter www.ov-digital.de einfach auf Einzelausgaben klicken. Passende Ausgabe auswählen, per PayPal bezahlen und wenige Sekunden später auf eurem PC die aktuelle Ausgabe der Oldenburgischen Volkszeitung. Die UV Digital als Einzelausgabe unter www.ov-digital.de im App Store für iOS und Google Play. Und zum Schluss wie immer noch ein Veranstaltungstipp für euch. Am Samstag ab 20 Uhr startet das Jahreskonzert vom Instrumentalmusikverein Neunkirchen unter der Leitung von Heiko Maschmann. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende und sage bis bald.